Guten Morgen, Freunde der frühen Stunde. Frühe Stunde trifft es heute nicht wohl ganz. Ich habe zwar wieder Nachtschicht, aber ich habe heute etwas länger geschlafen und so bleibt mir nur noch ein bisschen Zeit für eine kleine Runde hier in Eberswalde. Heute geht es in eine andere Richtung, nicht Richtung Niederfido. Heute geht es Richtung Werbellinsee. Hier starten wir am Oder-Havel-Kanal. Und Ortskundige sehen sicherlich schon, dass es hier ein paar Restlöcher gibt. Hier war der ehemalige Oder-Havel-Kanal. Und jetzt kommt noch gleich ein ICE. Na, das klappt ja prima. Gut, lass uns losfahren. Ich habe Eberswalde verlassen, bin jetzt schon durch Lichterfelde durch und der Verkehrslärm hat jetzt etwas nachgelassen. Jetzt geht es Richtung Werbellinsee mit strammem Gegenwind. Gut, nochmal ein Blick in die Landschaft. Da musste ich ja eben erstmal schnell die Batterie wechseln. Ich bin hier gerade unter der Autobahn durch, die A11. Und kurz davor und auch jetzt hier nach wird es schön hügelig. Macht Spaß, hier auf dem Radweg die Hügel hoch und runter zu fahren. Leider gibt es ja auch ein paar Wurzeldurchbrüche, aber ansonsten geht's eigentlich. Kette links, Kette rechts, geht hoch und runter durch den Buchenwald. Ich bin gerade auf der L268, hat das Navi gesagt. Jo. Also von Altenhof Richtung Joachimsthal. Und das fährt sich natürlich hier gut. Kette rechts. Und Jas. Von hinten kommt ein Auto. Das ist noch weit weg. Oh Schreck. Wunderbar. Puh. Und wieder Kette links. Super Abfahrten. Gleich sind wir in Joachimsthal.
So, und jetzt geht's mal wieder ein bisschen bergauf und von hinten kommt ein Auto. In den Rückspiegel geschaut, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Eine kleine Trinkpause muss ja auch mal sein. Aber lange rumtrödeln will ich nicht. Also, weiter! Ab und zu mal einen Blick auf die Karte kann nicht schaden. Jetzt bin ich doch tatsächlich ein paar hundert Meter wieder falsch gefahren. Aber irgendwann mault das Navi und sagt, jetzt umkehren. Ganz offensichtlich haben wir die andere Seite vom Werbelinsee erreicht. Und hier führt die Straße natürlich schön in Ufernähe lang. Und man hat den Werbelinsee auch immer schön im Blick. Was hier leider nicht ganz so schön ist, das sind die ganzen Wurzeldurchbrüche auf dem Radweg. Vorsicht, Absturzgefahr, Radfahrer absteigen. Oh, oh, oh. Höhenmeter. Hochschleichen mit 5, 6, 7 km/h. Und ich habe gerade noch rechtzeitig runtergeschaltet. Oh, das habe ich auch nicht das erste Mal gehört, dass man hier mit ein paar Höhenmeter kämpfen muss. Ich halte da oben gleich mal an, wenn ich oben bin. Hui. Oh, aber man wird belohnt. Mit einer schönen Aussicht auf den Werbelinsee. Herrlich. Ja, das gefällt mir. Herrlich. Oh, ist das schön hier. Mit Schutzhütte. Yeah. Und natürlich mit Wurzeln. Hui. Ach, da könnte man die Kamera auch durchlaufen lassen. Nur die Hälfte der Strecke halt geschafft. Hat sich gelohnt, hier hinzufahren heute. Noch 23 Kilometer bis zum Auto zurück und dann nachher wieder zur Nachtschicht. Gut. Und es geht wieder hoch. Und auch hier gibt es wieder Rüttelstreifen. Wie schön. Aber nicht für mich. Hoffentlich gibt es keinen Gegenverkehr. Hui. Hui.
Wow, Wahnsinn. Macht das Spaß. Und jetzt. Das waren Wurzeldurchbrüche. Bergab kann ich an ihm vorbeiziehen. Berghoch habe ich keine Chance gegen Pedelec. Aber am Schnitt sind wir fast auf einem Level. Ich müsste mal ein bisschen üben, dann wäre ich schneller. Aber ist egal. Ich fahre selber gerne Pedelec und ich fahre selber gerne Liegerad. Und jetzt pirschen wir uns jetzt wieder ran. Bisschen mehr Luft. Bisschen mehr Luft. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verfahren. Dann gucken wir doch erstmal auf die Karte, wo wir jetzt schon wieder sind. Aber der Weg war gerade wieder so schön. Oh, was willst du machen? Guckst du. Ja, ist auch schön. Aber wo soll ich denn lang jetzt? Ja, da gucken wir uns mal gleich auf der Karte an. Naja, sieht doch ja nicht so schlecht aus. Das müsste doch was werden. Hier irgendwie drüber weg. Naja. Jo, passt doch. Erstmal einen Schluck trinken. Nach links geht es wieder nach Altenhof. Da wollen wir auch hin. Und dann geht es wieder retour nach Eberswalde. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir müssen pünktlich auf Arbeit sein. Aber noch haben wir Zeit. Passt schon mit der Zeit. Weiter. Irgendwie mault mein Navi schon wieder. Dabei ist es gar kein schlechter Weg hier. Ein schöner Sandweg. Mit Wurzeln. Oh. Gucken wir uns gleich wieder auf die Karte an, ob das so richtig ist. Die Wegbeschreibung war irgendwie etwas missverständlich. Jetzt bin ich noch ein bisschen über den Zeltplatz gefahren. Dann irgendwie hätte ich das Gefühl, das gehört nicht zum richtigen Weg. Aber egal, hier geht es nach Altenhof. Nach Altenhof möchte ich. Hier ist ein schöner Waldweg. Hier lässt sich's gut fahren. Also weiter. Single Trail folgen. Ist der gemeint? Oder noch ein paar Meter weiter? Gucken wir mal. Selbst hier im Wald, hier muss man aufpassen. Da kommen Fahrzeuge von hinten. Wollen wir vorbeilassen?
die schöne Simme. Der Geruch aus vergangenen Zeiten. Jetzt wird meine Liege wieder als Bergsiege missbraucht. Mein Hinterrad dreht schon ständig durch. Richtgang ist eingeschaltet. Boah. Jetzt ist aber gut. Und jetzt geht's noch höher. Aber auf Asphalt. Ob das besser ist? Erstmal 10 Meter schieben. So, jetzt hat mich das Navi das erste Mal tatsächlich richtig falsch geleitet. Ich habe es aber noch rechtzeitig bemerkt, ist also auch kein großes Problem. Aber jetzt wollte er praktisch die Originalroute fahren, die ich nicht gefahren bin, weil ich ja unten am Ufer lang gefahren bin. Aber den Weg wieder, hätte ich mich wieder entfernt von meinem Zielort. Also schnell die Kurve gekratzt und die andere Richtung eingeschlagen. Oh, 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 Kopfsteinpflasteralarm. Sagt der Alexander. Aber das ist eine andere Geschichte. So, wir sind wieder am Oder-Havel-Kanal. Schön dicht am Autoverkehr, man hört's. Aber damit auch gleich wieder am Ende unserer Tour. So, summa summarum war ich ein bisschen über 4 Stunden unterwegs. Bei dem Wetter macht das wirklich Spaß. Wir hatten so um die 23 Grad. Da schwitzt man zwar noch ganz ordentlich, aber es ist noch nicht zu heiß. Und wenn es bergab ging, kann man natürlich auch wieder prima sich rollen lassen und den Fahrtwind genießen. Ich melde mich gleich nochmal von meinem Zielpunkt für heute. Und das war dann meine Tour. So, hier endet jetzt meine Tour. Ich werde jetzt gleich nochmal in den Fluten springen, den Schweiß ein bisschen abbaden. Ja, und dann bin ich wieder frisch für die Nachtschicht. Hinter mir ist ein kleines Restloch, gleich neben dem Oder-Havel-Kanal. Und hier kann man halt ein bisschen Bahn gehen. Aber es ist ziemlich verkrautet. Weit schwimmen würde ich hier nicht. Was kann man sagen über die heutige Tour? Schönes Wetter hatten wir, Regen hatten wir nicht, es war nicht zu heiß. Ich habe es zeitlich ganz gut geschafft. Ich habe wieder ein paar Wege erwischt, die gar nicht auf dem Plan standen. Ja, aber macht ja nichts.
Ich habe wieder ein paar schöne Sachen gesehen und ich habe 3-4 Stunden Spaß gehabt. Gut, bis zum nächsten Mal. Und auch heute war es natürlich wichtig, in den Rückspiegel zu gucken. Und deswegen achtet mir den Rückspiegel. Bis demnächst.